Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Nomsi-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute mal unterwegs in Prag auf der Linie 143. Ist eine Map, die kann man sich kostenlos natürlich hier runterladen und dementsprechend passt es natürlich hier wundervoll gerade in unser ganzes Projekt, wo wir hier einfach mal ein bisschen weltweit unterwegs sind. Und da dachte ich mir so, loskommen. Das schauen wir uns heute hier dementsprechend mal an. Fahren das Ganze hier mit dem O407. Ich finde, der passt so ein bisschen ins Szenario, obwohl hier stehen andere Typen. Na, das könnte irgendwie was Interessantes sein. Ich wüsste jetzt nicht, was das für eine Marke ist. Also auf jeden Fall sehr eigen. Der Bus wurde nicht mitgeliefert. Hier, ach hier genau, hier steht es hinten, Zor City. Sagt mir absolut gar nichts, muss ich gestehen. Ja, nichtsdestotrotz werden wir heute, wie gesagt, das ganze Ding hier mal mit dem O407 fahren, Überlandbus, wir sind schon vorne eine Tür und dementsprechend, ja, wollen wir uns ja langsam mal hier so ein bisschen aufrüsten und dementsprechend halt abfahren. Die Fahrt an sich ist nicht lang, nur über 12 Minuten dauert das Ganze, ja, sind irgendwie 7 oder 8 Haltestellen und von daher haben wir ein bisschen Zeit, um das Ganze jetzt hier fertig zu machen. So, ein bisschen Fenster auf hier, ein bisschen frische Luft rein. So. Gut, dann werden wir mal hier alles einstellen. So, Linie. 143. Auslösen. Und Fahrt wechseln. 03. So, da haben wir es. Von Stadion, genau. Hier sehen wir es. Stadion. Ja, sieht schon cool aus, ne? Das sind wieder eigens kreierte Objekte hier auf der Karte. Ich glaube, es ist auch möglich, funktioniert über BBS leider nicht, dass man hier auch Straßenbahn fahren kann auf der Karte. Das muss ich mir mal auf jeden Fall noch angucken. Wenn es das geht, dann müssen wir das Ganze mal ohne BBS mal machen, starten. Und dann können wir uns das Ganze dementsprechend mal mit einer Straßenbahn anschauen. Das wäre natürlich mal eine coole Sache. Straßenbahnkarten in Omsi, wisst ihr ja, ist immer so eine Sache. Aber wenn es das dann natürlich geht, ne, dann wäre das absolut fantastisch. So. Tatsächlich erinnern mich die Geräusche an Simt. Der hat da auch mal so gepiept, wenn die Türen immer so zugegangen sind. Ja, das war ein bisschen eigenartig. Scheinbar funktionieren hier irgendwelche Fonts nicht. Deswegen sieht das bei mir hier so komisch aus. Also hier vorne schildert der 143 richtig. Aber sonst, ihr seht ihr hier oben, ne, ja. Ich glaube, so soll das Ganze dementsprechend nicht aussehen. Es ist auch ziemlich kalt hier. Haben wir das hier irgendwo? Muss eine Heizung hier anmachen. Ach, da ist es. Das habe ich gesucht. So. Machen wir mal den Lüfter hier an und dann hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt hier funktioniert. So, alles einsteigen, Vertretung ist da. Kollege ist leider krank, deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen fahren. So, genau. Was mit 19? Müssen wir mal gucken. Ja, ich bin schon dabei. Du musst mal kurz mal warten. Hier. So, und. Ja, komm, das machen wir. Einfach so. Passt das Ganze schon? Ja, du musst heizen, Freund, heizen. Heizt nicht. Können wir mal die Tür zumachen?
Und mal ein bisschen kurz mal hier die Zeit vorspulen. 1, 2, 3. Na, jemand mit? Sieht nicht so aus. Gut, Leute, dann sind wir startklar. Los geht's. Wenn es zu kalt ist, dann sollten wir mal hier Fenster zumachen. Und dann können wir uns mal diese Karte angucken. Koleje Strahov. Příští zastávka Malovanka. So, kommen Sie rein, junger Mann. Muss rausgucken. Flixbus ist auch da. Meckern sie, weil wir wieder zu schnell hier um die Kurve fahren. Malovanka, příští zastávka, vozovna Střešovice. Schön auch die Ansagen, ja. Nicht einfach so deutsch und fertig ist es. Oder irgendwelche, also sie sind gut Computer eingesprochen halt, ne? Der dann wieder auch irgendwas Mechanisches nehmen können, was wieder absolut furchtbar klingt. Aber das ist es Gott sei Dank nicht. Ja, von den Bremsen großartig. Ich finde den Bus richtig toll, ja. So, was würdest du? 90. Das war. Auch eine eigene Währung hier drinne. Ich habe hier noch so einen kleinen Bug drin, den habe ich mir versehentlich irgendwie durch eine Mod installiert. Jetzt habt ihr ja gerade hier dieses Ampelgepiepe gehört. Der Malte hat uns da schon so einen kleinen Tipp geschickt. Ich habe es jetzt so wieder vergessen, das Ganze wieder zu deaktivieren. Ich hoffe, bis zum nächsten Part habe ich es erledigt. Dass ich das Ganze dann dementsprechend gelöst habe. Das ist schon ein bisschen nervig. Vozovna Střešovice, příští zastávka Prašný most. Guck dir das an, das sieht echt hübsch aus. Richtig gut aus, ja? Ja, sehr liebevoll gestaltet, finde ich.
das Ganze mit der Straßenbahn hier, wie das Ganze echt extrem gut umgesetzt ist. Das sieht echt, echt hübsch aus. Leider ist das wirklich, wirklich, wirklich nur die einzige Linie, die es hier aktuell gibt, die 143. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob man hier irgendwas mit Straßenbahn machen kann. Wird ja halt über BBS ja nicht angezeigt, aber sonst habt ihr hier noch eine Nachtlinie. Es gibt ein paar Umläufe, die ihr hier natürlich fahren könnt, aber ja, von der Fahrzeit her seht ihr ja selber, ist nicht wirklich viel, was man hier fahren kann. Aber damit muss man sagen, klein, aber fein, richtig, richtig hübsch. Nicht, ob das jetzt hier schon war, weil wir teilen uns gleich noch mal ein Gleis mit der Straßenbahn. Ich muss mal hier kurz mal das anmachen, unsere Hilfspfeile. Genau, jetzt teilen wir uns nämlich das Ganze. Zu ist die Tür. Also es ist so toll mit dem Tracker. Ja. Mann, das ärgert mich so mit der VR-Brille. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Prašný most. Příští zastávka Kavkova. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. So. Also hier fährt normalerweise auch eine Straßenbahn, wahrscheinlich jetzt nur zur aktuellen Zeit gerade mal wieder nicht. Sonst wäre die beste Zeit hier ausgesucht überhaupt. So, lass mal an das Straßenbahnsignal halten hier. Příští zastávka Davidská.
alles aussteigen, bitte. Wo war der Kollege da? So, schauen wir mal, ob wir hier ein Bild schaffen. So, dann haben wir das nämlich auch. Ich habe gerade unser Bus hier nicht. Weil wir den zweiten Gang drin haben. Versehentlich gerade irgendwie auf den Gangwahltaster gekommen. So, das war's. Sind an unsere Endhaltestelle angekommen. Ja, also ihr seht, die Karte ist wirklich echt hübsch modelliert, ja. Also, das muss man mal lassen. Dafür, dass es absolut wieder Freeware ist, beide Daumen nach oben dafür. Das sieht echt, echt hübsch aus. Man merkt hier richtig, dass man hier wirklich mit Liebe gearbeitet hat. Das wird wahrscheinlich irgendeine Linie gewesen sein, die man persönlich wahrscheinlich auch noch kennt. Die hat man dann auch extrem gut umgesetzt. Halt auch schön viele eigene Objekte und alles was, die man hier benutzt hat. Schade wieder nur, dass es echt nur die eine Linie ist. Mich darüber mehr, also über mehr gefreut, definitiv. Aber naja, so ist es. Man kann ja nicht immer alles haben, ne Leute. Man kann ja nicht immer alles haben. Ich kann sie aber absolut empfehlen, die Karte. Ja, wenn ihr sie haben wollt, dann, wenn ich es vergesse, packe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung mit rein. Ja, dann könnt ihr euch das Ganze dementsprechend runterladen. Und damit verabschiede ich mich heute hier aus Prag auf der Linie 143. Bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst verabschiede ich mich jetzt und bedanke mich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!